EWF Energie vor Ort. Der Podcast mit Lars Kors. Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe, in der wir heute unseren Chef vorstellen, Frank Benz. Der ist seit einem Jahr im Amt als Geschäftsführer der EWF. Zuvor war Frank Benz bei einem großen Energieversorger im Rhein-Main-Gebiet beschäftigt. Dort leitete er den Geschäftskundenbereich. Jetzt steht er der EWF vor und ist für ganz viele Bereiche verantwortlich. Wie zum Beispiel die Strom- und Gasversorgung. In Korbach kommt ja noch das Wasser dazu. Schnelles Internet über EWF Connect. Also genau das macht den Reiz aus, plus erneuerbare Energien, plus ÖPNV, plus die Bäder. Also genau die Vielfalt macht es dann entsprechend spannend. Und dass man tatsächlich für alles verantwortlich ist, von der Einstellung über die Weiterentwicklung der Kolleginnen und Kollegen und einfach für das Große und Ganze da zu sein. Doch was ist Frank Benz für ein Mann? Äußerlich betrachtet ein sportlicher Typ. Aber hat er sich in dem zurückliegenden Jahr in das Unternehmen und in unserer Region gut eingelebt? Welche Ziele verfolgt er? Fragen, die wir in dieser Ausgabe klären werden. Beim genauen Hinhören, der wird Ihnen ja nicht entgangen sein, der Mann spricht kein Waldecker Platt, auch spricht er kein Frankfurterisch. Frank Benz stammt aus Calw, einer mittelalterlichen Stadt, grob gesagt zwischen Stuttgart und Pforzheim im Nordschwarzwald gelegen, genau wie Korbach übrigens eine Kreisstadt mit ungefähr ebenso vielen Einwohnern. Auch ein schönes Fleckchen Erde, aber eine ganz andere Ecke von Deutschland. Kein Problem für Frank Benz. Mit den Waldeckern kommt er bestens klar. Mehr noch. Also ganz großartig. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viele nette und gute Menschen kennengelernt wie hier. Und man hat mich so oft gewarnt, der Waldecker wäre besonders. Und dann war immer meine Antwort, wenn das Besondere ist, dass er besonders nett ist, dann ist das eine ganz tolle Besonderheit, muss ich sagen. Könnte aber auch natürlich mit meiner Funktion zusammenhängen, das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht ganz erfahren, aber auch im privaten Bereich, muss ich sagen, ich habe ausschließlich tolle, nette Menschen hier kennengelernt. Frank Benz hat in den über 50 Jahren seines Lebens schon viele Regionen kennengelernt. Aber hier bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg, da geht ihm schon das Herz auf. Klar, Willingen, muss ich sagen, gefällt mir gut, dass man hier Langlauf machen kann, dass man auch alpinen Sport machen kann und natürlich die Seen, also Edersee toll, Diemelsee toll, Wistesee toll, das sind so die Highlights und natürlich auch Korbach, wo ich ja auch wohne, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Aber viel wichtiger als die Landschaft sind immer wieder die Menschen. Ja. Ich habe das gesehen, dann fahre ich mit dem Mountainbike an Edersee. Ja, und dann bin ich da, gucke in den See und denke, ui, schön, aber es ist halt nur ein See. Der Mensch macht den Unterschied. Genau da kommt seine Frau ins Spiel. Das ist nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit, aber auch bei ihr sprang die Begeisterung für Land und Leute sofort über. Meine Frau, das gehört zu der Wahrheit ja auch dazu, ist nicht ganz mit umgezogen. Wir haben noch zwei Kinder, also meine Tochter 16, Sohn 18, die gehen noch beide zur Schule. Meine Frau arbeitet noch 3 Tage die Woche, hat noch eine Mama mit 95. Das heißt, sie kommt immer wieder mal mit, so oft es geht. Immer wenn sie hier sein darf, freut sie sich, ist wirklich sehr gern hier. Ihr gefällt die Gegend, also im Vergleich zu Frankfurt, wenn man dann da irgendwie in der Innenstadt nach oben guckt, da wird es einem schon irgendwie mulmig. Ja, und hier fühlt sie sich wohl. Wir kommen ja aus dem Schwarzwald und es ist schon von der Region her, von der Landschaft eher so geprägt, wie wir es kennen und auch die Menschen, muss ich sagen. Sie hat jetzt schon innerhalb von 9 Monaten mehr Freunde hier oder mehr Freundschaften geschlossen als in über 10 Jahren bei der Mainova in Frankfurt. Dem vorherigen Arbeitgeber von Frank Benz. Nun liegt ein intensives Jahr hinter ihm als Geschäftsführer der EWF und Frank Benz muss sagen, die EWF ist wirklich etwas ganz Besonderes. Quasi eine Perle. Ja, absolut. Ist wirklich eine Perle, ja. Weil wir aus der Region für die Region kommen, weil es so eine große Verbundenheit gibt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, zwischen unseren Kundinnen und Kunden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also eine wahnsinnige Geschlossenheit. Und jeder kennt die EWF und jeder, habe ich den Eindruck, ist auch ein Stück stolz. Die Mitarbeiter sowieso, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Von Frank Benz wird als Geschäftsführer viel erwartet. Das ist klar, dass er die EWF erfolgreich auf Kurs hält und diesen Erfolg natürlich weiter ausbaut, dass er auch den Mut zeigt, neue Wege zu beschreiten. All diese Erwartungen, die können wir uns vorstellen. Doch welche Eigenschaften braucht er für diesen Job?
Frank Benz krault mit der rechten Hand seinen Vollbart. Ja, genau, das ist so die große spannende Frage, was muss man mitbringen. Aber ich denke schon ganz wichtig ist das Thema Führungsqualität, also Leute begeistern zu können, dass sie genau das tun, damit wir nachhaltig erfolgreich sein können. Das ist ganz wichtig, da müssen sie Stratege sein. Sie müssen wissen, wo wir heute stehen und wie wollen wir dann unser Ziel zukünftig gemeinsam erreichen. Und ein bisschen Fachwissen darf auch nicht fehlen, das ist auch ganz wichtig. Wer die EWF auf dem Weg in die Zukunft unterstützen und ein Teil dieses Unternehmens werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Unter ewf.de/karriere sind die offenen Stellen aufgelistet. Auch Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen. Die EWF ist schon ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Es fängt damit an, dass wir ein Unternehmen sind, was auch morgen noch da sein wird. Wir haben ja das Glück, in einer Branche zu sein, die relevant ist. Ja. Und dann natürlich das Thema der Flexibilität, dass wir hier schon den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vieles bieten, von flexiblen Arbeitsorten über flexible Arbeitszeiten. Auch das Gehalt, denke ich mal, ist ein ganz gutes. Auch das Thema der Gesundheitsschutz und der Fürsorge und der EWF aktiv, was wir alles anbieten. Also ich finde, da sind wir gut und breit aufgestellt. Und kann man eigentlich günstiger bei Ihnen Strom bekommen, wenn man hier mitarbeitet? Auch das gibt es, ja. Wir haben auch einen Mitarbeitertarif, ja. Das ist ja cool. Ja, absolut. Ja, gehört dazu, ist wichtig. Nicht schlecht, oder? Und wie sieht's in der Zukunft aus? Frank Benz verrät uns, welche Pläne und Ziele er für dieses Jahr vorgesehen hat. Ja, auch wieder ganz viel. Also wir wollen schon gemeinsam die EWF von, sag mal, 1.0, ist ein bisschen abgedroschen, zu EWF 2.0 weiterentwickeln. Das heißt, der Kunde muss noch mehr im Mittelpunkt stehen und wir wollen noch mehr beim Kunden stattfinden. Vom Keller, also über den Tausch der Heizungen, über das Thema erneuerbare Energien auf dem Dach, über Stromspeicher im Keller mit dem Thema Elektromobilität und dann die Energie für unsere Kunden bestmöglich managen. Und das gemeinsam mit dem lokalen Handwerk. Das ist so die große Zielsetzung für 2024. Vielen Dank, Frank Benz, Geschäftsführer der EWF. Und damit genug für heute. In 14 Tagen, am Freitag, den 19. April, gibt es wieder eine neue Folge des EWF-Podcasts Energie vor Ort. Noch ein kleiner Tipp, am besten abonnieren Sie gleich den Podcast. Das ist nur ein Buttondruck, völlig kostenlos und hat den ganz großen Vorteil, dass Sie keine neue Folge mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal also. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Wir hören uns.